Hey, da waren wir überall schon drin. Ne? Ich glaube, da war ich. Wo nicht? Stepley und Söhne. Ne, da war ich noch nicht drin. Ne? In Stepley und Söhne. Revelio. Kann man da rein? Oh, Scheiße. Ach, das ist das. Ich bin im drei Besen. Im drei Besen. Da vorne. Da war ich. Revelio. Ja, da komme ich nicht hin. Ich bin noch nicht mit dem Quatschen. Bitte noch nicht mit mir quatschen, danke. Da ist zum Beispiel das. Hey, Sandra, gehst du mir mal aus der Sonne, bitte? Danke. Hier ist noch was drin. Hier rein komme ich damit nicht. Revelio. Hier. Mehr rein. Guck mal. Kann ich mit dir reden? Ich kann nicht mit dir reden. Oh, guck mal, da ist eine Buchseite. Hallo. Was ist hier denn jetzt? Was ist denn jetzt? Accio. Nee. Revelio. Da ist er. Accio. Danke schön für die Buchseite und 80 EP. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ach, ich glaube, das. Nee, Flausch und Fortescue war ja in London. Hier oben denn? Revelio. Hier noch irgendwo? Guck mal da. Teeladendeko. Dieser Teeladen spiegelt den Geschmack der Inhaberin Mrs. Speedley wieder, oder Speedley wieder, und ist ganz in der Farbe rosa gehalten und mit Rüschen verziert. Eine fröhliche, klimpernde Glocke läutet, wenn ein Kunde eintritt. Yay! Und eine neue Deko, eine Küche. Cool. Revelio. Da haben wir schon zum Beispiel. Wir haben einen neuen Schal. We have a neuen Schal. So. Frag mich ja. Guck mal da. Bei manchen Sachen, da ist Hangings von Woodcroft. Ja, Hangings von Woodcroft. Den muss ich jetzt euch ja nicht vorlesen, weil das weiß ich auch. Das weiß ich auch auswendig, hat nämlich Hogsmeade. Hat nämlich Hogsmeade errichtet. Honeydukes. Revelio. Honeydukes. Honigtopf. Der Süßwarenladen Honigtopf verkauft eine Vielzahl magischer Süßigkeiten. Von zwischen den Whispies bis hin zu explodierenden Bonbons. Kunden sollten genau wissen, was für einen Effekt sie erwarten, bevor sie den ba Laden betreten. Warte mal, hier war doch einer. Dann können wir gucken. Das ist Revelio. cool. Da ist noch Geld. Oh, die Sachen sind alle lecker. Oh klar, ich nehme mir einfach was. Nehme mir einfach was. Alter, das Essen sieht alles so geil aus. Oh, das sieht alles so cool aus. Ah, da ist noch was. Da ist es doch. Zischende Wispies. Bei diesen köstlichen Süßigkeiten handelt es sich um kleine Brausekugeln, die einen nach dem Verzehr einige Zentimeter über den Boden schweben lassen. Gerüchte zufolge erhalten sie Biliwig-Stacheln. So, das ist ein Süßigkeitenladen Revelio. nach meinem Geschmack. Und jetzt? Das ist so geil. Ja, eigentlich waren das zischende saure Drops. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil sie den Namen nicht nehmen müssen. Keine Ahnung.
Aber ja, eigentlich sind das zischende saure Drops. Revelio. Guck mal da. Was haben wir da? Explodierende Bonbons. Diese Süßigkeiten explodieren beim Verzehr. Auch wenn sie eher keine schweren Verletzungen verursachen, sollte man sich doch mit Vorsicht genießen. Cool. Cool. Protego. So. Revelio. Hey, ich höre hier nichts mehr klingeln. Oh, guck mal da. Das ist so geil! Das ist so geil! Ich kann nicht mehr heiligen. Ist das geil! Bartban, heyo. Haben wir hier? Okay. Hier muss ich erstmal alle Humora lernen, damit ich überhaupt was machen kann. Guck ich mal eben hier oben. Hier oben ist. Revelio. Okay, wir haben hier nichts mehr. Ja, putzt einfach den ganzen Kuchen fest. Alter, wie geil, du kannst hier alles essen. Okay, wir haben hier, glaube ich, drin alles. Muss ich gerade mal gucken. Wo waren wir noch nicht? So, warte mal. Waren wir da drin? Mal gucken. Ach, hier im Kaffeeladen waren wir doch gerade drin, oder? Ja, im Kaffeeladen waren wir gerade. Dann würde ich mal sagen, wir haben fast alles in Hogsmeade. Ja, es fehlen noch ein paar Handbuchseiten, ja klar. Aber das sind wahrscheinlich die Räume, wo ich sowieso nicht reinkomme mit dem... mit dem Alohomora. Ja, Demigos-Statuen haben wir ein paar gesehen. Sammlung-Truhen. Ja, die Sammlung-Truhen, die sind die Truhen, da brauchst du den Zauber, den Unsichtbarkeitszauber. Warte mal. Stopp. War ich hier drin, ne? Nein, war ich nicht. Das hätte ich nämlich... Das hier nämlich schon eingesammelt. Was? Schreiblehrlingskatze. Die Katzen halten sich in der Nähe von Schreiberlehrlings Federladen auf. Vielleicht sind sie die Federkehle, die sie anlocken oder die Leckereien, die sie Besitzerin oft für sie übrig hat. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch hier was. Hey, ich bin schon fast... Ich bin fast Stufe 14. Revelio. Muss ich mal gucken. Waren wir auch wirklich überall drin? Da ist noch ein Demigus. Hier ist sonst nichts. Guck gerne nochmal. Da waren wir drin. Da waren wir drin. Ist das eine Eulerei? Ach, guck mal da. Magische Post. Die Rohr im Postamt sortieren auf magische Weise die Post. Das Postamt selbst beherrscht über 200 Eulen, deren Farbe angezeigt, wie schnell ein bestimmter Brief oder ein Paket zugestellt werden muss. Aha. Ich wollte gerade sagen, ich war hier doch vorhin drin, aber ich habe den Zettel nicht gefunden. Hier. Revelio. Dich hatte ich da vorne schon, oder? Ja, dich hatte ich da schon. Aber jetzt waren wir fast überall drin. Ich hoffe ja mal, dass wir fast überall drin waren. Revelio. Reparo. Aura killed. Hey, Aura ist gestorben. In manchen Türen, ich finde das krass, manche Türen sehen einfach aus. Revelio. Manche Türen sehen einfach aus, als kommst du da gar nicht rein. Das finde ich halt lustig. Aber ich glaube, wir haben hier soweit alles. Es sind nur noch Türen da, die zu sind. Also die du mit Alohomora aufmachen kannst.
Aber Chat, wie gefällt euch denn bis jetzt das Spiel? Also die, die jetzt gerade zugucken und noch nicht selber gespielt haben, wie findet ihr das denn? Oder allgemein, wie findet ihr es? Ich würde mal sagen, letzten. Ich habe alles, was ich brauche. Perfekt. Hast du alles für deine Schwester bekommen? Das habe ich. Dann steht uns die Welt jetzt offen. Mal sehen, was wir sonst noch anstellen können. Ich glaube, da war nur einer. Never mind, da ist ja noch ein zweiter. Yay. Oh. Cool. Accio. Confringo. Oh, scheiß ein Dreck, Alter. Schwächen wir ihn denn überhaupt? Weiter so. Ewig hält er das nicht aus. Revelio. Levioso. Confringo. Also. Levioso. Was war das? Genau das, was er verdient. Ganz recht, du. Gut gemacht. Confringo. Noch ein paar Treffer sollten reichen. Die Findo. Ja. Jetzt machen wir aus ihm Bellatrix Lestrange. Boom, my friend. Boom. Toll gemacht. Errungenschaft freigeschaltet. Oh nein, noch ein Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zur Aurorin, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, ja. Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Ruth Singer. Boah, dann machen wir mal, Reparo. Oh, hallo. Haben Sie kurz Zeit? Ich schaue mal, was er will. Schön. Mache ich ihn mal. Zum Glück haben Sie nicht mehr zerstört. Das ist so geil. Warum? Eigentlich müsste in unserer Welt sowas geben. Oh, Scheiße, eigentlich müsste in unserer Welt sowas geben. So gut wie neu. Dann wird Sachen nicht so schnell kaputt gehen. Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger. Das ist so gut gemacht. Haben wir alles? Oder fehlt noch was? Da, die Kisten fehlen noch. Hey, wir haben alles. Gucken wir mal. Mr. Hill spricht in höchsten Tönen von dir. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Danke. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Ja. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Klamotten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Ich habe Lederrüstung gelesen. Dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben. Zum Dank für Ihre heutige Tat. Oh, cool. Ich krieg Roben.
Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig von Ihnen. Das ist doch das Mindeste. Dann probieren wir das hier doch mal an, ja? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Momentan nicht verfügbar, wird's mich ärgern. Kann ich's kaufen? Bist du frech? Das ist... Kann man die Masken nicht... Die Masken sind cool und die geben auch echt viel. Aber ich finde, die sind irgendwie gruselig. Ich kann da nichts für. Ich finde, die sind ein bisschen gruselig. Ich würde das cool finden, wenn man die dunkel machen könnte. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich finde, wir haben uns ein Butterbier verdient. Meinst du nicht? Dann ja. Vergesse ich vielleicht, dass ich fast zu Trollfutter wurde. Da bin ich ganz deiner Meinung. Perfekt. Die drei Besen sind gleich hier lang. Die Klamotten sind cool. Ich verkaufe noch mehr Kampf. Ja, ich finde das toll mit dem Kampf, mit den Kampfrüstungen. Ich hätte gerne... Ich würde das cool finden, wenn man das machen könnte, dass die Brillen wie in WoW unsichtbar sind. Das fände ich halt cool. Das passt überhaupt gar nicht zusammen. Das passt ja gar nicht. Ich finde das cool. Hey, cool. Das passt überhaupt gar nicht. Gegenstände, wenn Sie welche brauchen. Schauen Sie sich nur ganz in Ruhe in meinem Laden um. Ja, erstmal weg damit. Oh. Ich habe sonst nichts mehr, so wirklich. Das ist das, was ich anhab? Nein, oder? Warte mal. Welches Level bin ich? Kann ich das sehen? Welche Stufe hat das? Ja, ich bin fast 14. Ich kann das auch verkaufen. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. So. Bin ich zwar jetzt darunter nackt, aber... Rebellio. Haben wir sonst noch irgendwas? Nö, ich glaube nicht. Cool. Gehen wir jetzt ein Butterbier trinken. Wenn da drin nicht das totale Chaos herrscht, triffst du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Es ist gut, sie zu kennen. Sirona, bester Charakter in ganzem Spiel. Bester Charakter. Ich finde das cool, dass sie die reingebracht haben. Okay, wartet mal. I gave you distraction. Du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran. Dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde.
Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? You're not telling me. Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier. Wurden wir entdeckt? Ich glaube nicht. Was hat der Kobold mit Victor Rookwood zu schaffen? Renrock arbeitet mit Rookwood? Der Kobold vom Tagespropheten? Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, los, gehen wir in die drei Besen rein. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Hier ist so cool! Ich bin das erste Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Dieser Angriff... Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein einen Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Vielen Dank. Aber gern. Im Ernst. Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Ich finde den Charakter so cool. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Wieder. Wie passend. War das Lord Gok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle? Renrock und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. In diesem Sinne, ich denke, wir sollten zum Schloss zurückkehren. Ja, sollten wir eventuell machen. Also, sollten wir eventuell auch machen. Machen wir auch sofort. Wir waren hier ja schon drin, ne? Also quasi. Die Kinder meiner Schwester sind keine Ausnahme. Wenn zuerst habe ich ihnen den Mega-Power-Trank beigebracht. Ich glaube, hier oben ist auch nichts mehr, abgesehen von Sironas Leben, Laden, wie auch immer. Was liegt da denn? Ich bin froh, dass Sirona da war. Ich sagte doch, sie ist eine von den Guten. Ja, das sehe ich. Sie schien gar nicht eingeschüchtert von Rookwood und Harlow. Du musst mir aber erklären, warum Victor Rookwood es auf dich abgesehen hat. Vielleicht später. Erstmal sollten wir zurück ins Schloss. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich riskiere lieber keine Strafarbeit, weil wir zu spät zurückkehren. Du musst für die Nacht im Gemeinschaftsraum zurückkehren. Muss ich? Hogwarts. Gryffindor Gemeinschaftsraum. Hä? Gehen wir hin zurück. In den Gemeinschaftsraum.
Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschö. Willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Darauf habe ich jetzt spekuliert, dass wir Stufe 14 werden und nicht das legendäre Teil einziehen kann. Cool, jetzt habe ich abgesehen von Handschuh und der Brille habe ich legendäre Sachen an. Finde ich cool. Sammlung haben wir noch ein paar Sachen, aber die gucke ich. Ich glaube, da gucke ich jetzt nicht alle 5 Minuten mal nach. Hier gibt es keine Infos. Wieder. Du hast Eulenpost. Oh, Fick. Professor Fick. Kommen Sie zu mir. Ich habe etwas in dem Medaillon, das wir im Gringotts gefunden haben, entdeckt. Okay. Komm mir gerne hin. Dann kriege ich wahrscheinlich auch ein paar mehr Zauber. Revelio. Achso, ich bin ja im Gemeinschaftsraum. Wie schön das einfach. Was ist denn Fasskopflose Nick? Oh! Warum kann ich nicht mit dir reden? Protego, Revelio. Wie kriege ich die Haustruhe platzieren? Warte mal, platzieren? Haustruhe platzieren. Accio. Haustruhe platzieren ist auch... Revelio. Er sagte, meine Haut sieht aus. Oh. Ja gut, das mit dem Tunnel haben sie echt... echt doof. Hier ist noch irgendwas. Da ist auch. Ja, Porträt der fetten Dame. Dieses Porträt einer Dame bewacht den Gryffindor Gemeinschaftsraum und fragt jeden, der eintreten will, nach dem Passwort. Sie ist ihre Freundin Violett. Violett sind dafür bekannt, dass sie zwischen den anderen Porträts umherwandern und sich gelegentlich an den Weinfässern bedienen, die dort stehen. Hey. Jetzt haben wir noch eins. Wie komme ich da hin? Da ist nämlich noch eine Tür. Wie komme ich da hin? Überlegen. Da komme ich doch irgendwie hin. Okay, da komme ich nicht hin. Außer ich will da irgendwie... Da ist ein Hauself. Der Hauself ist weg. Unsere Eule wird langsam alt. Okay, da kommst du wahrscheinlich nur hoch, wenn du alle Humora lernst. Genau, wir laufen mal den Weg. Revelio. Hier blinkt mal. Warte mal. War hier nicht gerade noch irgendwas? Da haben wir jetzt eine Kiste. Gehen wir mal zu Professor Fick. Guck gerne, ob hier noch irgendwo was ist. Wieder mal auf Abenteuertour? Warte, da ist eine Fragezeichen. Revelio. Warte, wenn da ein Fragezeichen Tor. Wo ist die Tür dazu? Da oben ist die Tür dazu. Warte mal. Haben wir die Tür noch nicht gemacht? Wir haben die Tür hier noch nicht gemacht? Ich hab die Tür doch schon gemacht. Okay, warte mal. 6. 1, 2. 0. Der Demi-Geist. 6, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ist unten die Krabbe. Aber die habe ich doch schon gemacht. Oder nicht? Werde ich ja jetzt sehen. So, die Krabbe. Krabbchen. So, machen wir mal die Tür auf. Dann machen wir mal die Tür auf. Ja. Oh.
Okay, anscheinend waren wir hier noch nicht drin. Puppe Quidditch-Handtour. Handschuhe, die sind sogar besser als meine, die ich jetzt habe. Schön. Ich habe 100% Offensive. Deine Offensive bestimmt, wie effektiv du darin bist, Gegner anzugreifen und ihnen Schaden zuzufügen. Ich habe 100%. Das ist ja cool. Frage, verschwindet dann diese Tür oder bleibt die einfach offen? Das wird mich ja jetzt mal interessieren, ob die einfach offen bleibt. Revelio. Hier hat gerade auch noch Eos. Hat er ihn gerade gehauen, oder was? Die Tür haben wir auch schon gemacht, hä? Okay, kommt da jedes Mal ein neues Rätsel mit neuen Sachen drin, oder wie muss ich das jetzt verstehen? 7? 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 5. Kann ja nicht. 4? Ja, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 15. 15, 8. 8, ist eine Spinne. Ich würde sagen, ist die Spinne. 3, 3, 1, 2, 3. Ist die Medusa. Ja, da, Medusa. Müssen sie aufgehen? Revelio. Yay. Oh. Geheimnisvoller Raum. Okay, hier hat irgendwas nochmal pling gemacht. Irgendwas? Da vorne. Eulenpult. An diesem verzauberten Rednerpult haben die großen Schulleiterinnen und Schulleiter von Hogwarts sowie Professor Black ihre Rede. Cool. Ja, da kommen wir nicht rein. Ich kann noch kein Alo Humora. Und draußen waren wir noch gar nicht. Akio. Mal her. Revelio. Hier draußen waren wir noch gar nicht. Hast du zufällig Baldrianzweige? Sind wir hier? Hier kannst du einmal rumlaufen. Was, wenn ich hier noch rumlaufe? Oh, kann ich einfach ganz normal rumlaufen, okay. Revelio. Guck mal da. Legende Wasserspeier. Cool. Da ist noch eine kleine Kiste. Ich wünschte, wir müssten im Zaubertränke keinen Geld benutzen. Nee, hier ist nichts. Okay. Haben wir hier? Ich will gerne einen anderen Weg gehen als der, der mir immer angezeigt wird. Akio. Okay, noch eine Seite. Levioso. Levioso. Noch ein Handbuch. Revelio. Okay, ihr macht kein Bing mehr. Gehe ich mal davon aus, dass hier nichts mehr ist. Hier ist anscheinend auch nichts mehr. Hier könnte noch was sein. Nee. Aber hier ist noch eins. Was ist das?
Hier. Revelio. Nee, hier ist nichts mehr. Hier schon alles eingesammelt? Nee, hey, ich habe hier schon alles eingesammelt. Ist ja cool. Wie auch immer ich die Schränke auch kriege, wüsste ich gerne. Da ist nix. Hier ist auch nix mehr. Ich hab's. Ich würde mich so verlaufen, Herr Himmel. Revelio. Ich höre noch einen Pling. Frag mich. Achso, ist da oben. Okay, gehen wir mal nach oben. Sonst haben wir eigentlich hier alles. Da unten war da halt Stopp. Ist oben. Es ist so lange her. Was? Was? Jagst du den wieder durch die Gegend? Ich wüsste gerne. Warte mal. Hallo. Kannst du mir helfen? Ja, klar. Was soll ich denn machen? Hallo. Hast du mich gerufen? Genau, ja. Ich dachte, du hast Interesse, mit mir ein kleines Abenteuer zu erleben. Genauer gesagt folgen wir einer Schatzkarte. Du hast doch nichts gegen eine kleine Verschnaufspause vom Kampf gegen Trolle, oder? Ich habe Poppy gefragt, aber sie konnte sich nicht von ihrem Knuddelmuff losreißen. Ich habe zwei Karten gefunden. Beide führen zu Orten rund um Hogwarts. Willst du dir eine ansehen? Ja. Klingt faszinierend. Eine Hogwarts-Schatzkarte folgen? Ich bin dabei. Wunderbar. Ja, ich auch. Hogwarts fasziniert mich. Mich auch. Du kannst den Schatz behalten, auf den deine Karte hindeutet. Ich will nur wissen, wohin sie führt. Ja. Na gut. Ich sehe es mir mal an, wenn ich Zeit habe. Na gut. Wir treffen uns hier, wenn du was gefunden hast. Ich würde dir gerne direkt... what the fuck? Warte mal. Das ist draußen hinter der Tür. Okay. Finde den ersten Orientierungspunkt von Artus Katz. Arthur. Revelio. Aber hier ist doch gerade was lang geflogen. Hä? Das ist draußen, oder? Guck mal da. Schade, ich will raus. Revelio. Du verteidigst neuerdings also Hogsmeade gegen Trolle? Man kann es auch übertreiben, weißt du? Zu Slytherin? Ja, du bist Slytherin. Kann man direkt... Könnte man direkt sehen. Karte. Revelio. Nicht nach unten. Nee, ich muss nach unten, oder? Nicht zu Professor Fig. Weil ich hier die Dinge. Ich will aber das haben. Also vorunterspringen lässt sie mich auf jeden Fall nicht. Ja, runterspringen. Das erste war... War hier nicht eher so ein Knochenteil? Das Knochenviech. Ich hab so eine Knochenstatue. Wo ist die? Nee, das ist unten. Da ist es. Revelio. Ah, ein Nashornskelett. Ich bin auf der richtigen Spur. Okay, noch eine runter. Wahrscheinlich draußen, oder? Genau, hier ist der hoch. Dann war das da hinten.
Da ist der Brunnen. Ich komme immer näher. Die daedalischen Schlüssel sind zurück. Genial, oder?